Ja, liebe Zuschauer, wie bereits vorhin schon angekündigt, zwei Beiträge noch. Jetzt haben wir von der Zeit her den letzten Beitrag im Magazin und zwar mit der Kamera auf Du und Du mit der Estelle Armknecht. Und ich darf die Estelle ganz besonders begrüßen heute Abend bei uns hier im Mamsa Montagsmagazin und freue mich ganz besonders, dass ich eine solch junge, attraktive Dame neben mir sitzen habe. Ach Gott. Ach Gott. Ach Gott. Ja, liebe Zuschauer, Sie werden sich fragen, was macht die Estelle hier, die Estelle Armknecht? Die Estelle Armknecht ist letztendlich ein Vierfachtalent, sage ich jetzt mal. Die Estelle schminkt, macht die Kosmetik, die Estelle macht die Choreografie, die Estelle fotografiert und die Estelle ist sogar noch ein Model. Auf alles vier gehen wir jetzt ein. Zuerst mal bei einem Shooting, das wir gefilmt haben, wo die Estelle ein Model wunderbar verwandelt und dann ablichtet. Und ich bitte die Technik mal mit dem Start des Videos. Ja, im Schnellraffer. Unser Shooting in der Volksbühne war das, ich darf es dazu sagen. Estelle, jetzt ganz kurz zurück zum Anfang. Am Anfang warst du mal mit der Kamera per Sie, dann wurdest du mit ihr per Du. Wie hat sich das ergeben? Das heißt, wie hast du dein Faible erkannt für die Fotografie? Gut, im Prinzip fotografiere ich eigentlich schon von Kindheit an, weil mein Vater auch sehr viel mit der Kamera involviert war, also mit der Filmerei. Und das hat sich im Laufe der Jahre immer ein bisschen mehr verselbstständigt, dass ich immer mehr gemacht habe. Dann hatte ich eine Kosmetikausbildung gemacht und eine Maskenbildnerausbildung und dort mussten wir unsere Modelle immer fotografieren für unsere Bewerbungsmappe. Und da habe ich gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht, Leute umzustylen und zu fotografieren. Und da habe ich mir dann meine erste richtige digitale Spiegelreflex gekauft und dann ging es los. Also im Prinzip Learning by Doing und mich immer mehr in verschiedene Richtungen ausgebreitet und ausprobiert. Und da gehört ja auch viel Fantasie dazu. Ich meine, wir haben es gesehen eben in dem Beitrag, wie du das Model praktisch, ich sagte vorhin schon Choreografie, wie du das Model praktisch hinlegst oder wie sie gucken soll. Ich war ja auch live dabei, wie du gesagt hast, auch denk mal an das und an das und dann öffne mal die Augen und sowas. Das sind natürlich die gewissen Kniffe und die Tricks, die man benötigt, um diese Top-Bilder zu machen. Gut, es ist halt so, dass man immer sehr viel ausprobiert und ich denke, durch den Lauf der Zeit entwickelt man seine eigene Technik, wie man es am besten macht. Und ich beschäftige mich ja generell sehr, sehr viel mit der Fotografie. Ich gucke mir sehr viele Bilder auch an, um mich inspirieren zu lassen. Und wenn man kreativ ist, dann, ja. Du hast auch sehr viele Freunde, die fotografieren. Ich erwähne hier nur den Stefan, beispielhaft den Stefan Ahlers oder den Stefan Weismann, die ja auch schon hier bei uns im Studio waren, mit ihren Fotografien von ihren Reisen. Du warst dieses Jahr auch in Indien. Genau.
Du hast aber nicht nur einen Ausflug nach Indien wegen der Fotografie gemacht, sondern hast dieses Land genutzt, um Bilder zu machen, die vielleicht einen anderen Eindruck vermitteln als nur Kalkutta von Stefan. Gut, ich war primär erstmal ausschlaggebend in Indien, um ein Hotel zu fotografieren, was eröffnet wurde, und habe das natürlich auch privat genutzt, um da eine kleine Rundreise zu machen. Und in den Bildern natürlich sehr viele schöne Motive, um sich fotografisch auszutoben, und war wunderschön. Also habe auch ein paar Bilder mitgebracht. Wunderbar, ja. vielleicht haben wir ein paar Bilder im Hintergrund zu sehen von unserer Estelle Armknecht, die sie gemacht hat. Ja, da haben wir schon welche. Das sind aber erstmal die Bilder von dem Wettbewerb. Von dem Wettbewerb, da wollten wir auch drauf kommen. Richtig, du hast nämlich gewonnen. Jawohl. Du darfst oder du durftest mitmachen bei dem Lavazza-Videokalender. Genau. Und Lavazza ist ja keine kleine Nummer, das ist ja eine weltweit agierende Kaffeerösterei. Genau. Und die haben einen Wettbewerb ausgeschrieben. Wie bist du dazu gekommen? Erzähl es bitte selbst. Ein guter Freund von mir arbeitet bei Lavazza und durch ihn kenne ich eigentlich auch diese... wieder Beziehungen. Wie immer Connections machen. Nee, und letztendlich bringen die jedes Jahr einen wunderschönen Kunstkalender raus mit namhaften Fotografen wie Helmut Newton. Der fing 1993 damit an. Und mir gefallen die Kalender immer sehr gut, weil die sehr kreativ sind und qualitativ sehr hochwertig. Und jetzt haben sie zum ersten Mal einen Wettbewerb ausgeschrieben, wo man zu bestimmten Themen Fotos einschicken konnte. Und aus den Fotos wurden Videokollagen erstellt. Und es ist jetzt der erste Video-Online-Kalender, der jetzt erstmals von Lavazza jetzt veröffentlicht wurde. Und ich bin mit 3 Fotos bei 4 Monaten dabei. Und der Videokünstler Marco Brambilla, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, hat dann daraus so wirre Collagen-Videos gemacht. Mhm. Und da bin ich dabei, da bin ich auch ganz stolz drauf. Bist du dabei, da kannst du auch ganz schön stolz drauf sein. Wenn man mal so kurz überblickt, wie viele Künstler, wie viele Fotografen sind da dabei etwa? Wie viele Bilder sind das? Kann ich ja schwer sagen. Also ich weiß nur, das waren jetzt über 30.000 Einsendungen. Und ich sag mal, pro Monat sind so 3 bis 10 Bilder dabei. Also. Das ist doch schon in die engere Auswahl gekommen. Das ist also schon. Ja, ich war sehr überrascht. Eine Top-Leistung. Dafür meinen herzlichen Glückwunsch. Und jetzt können wir vielleicht zu den Bildern kommen, die wir schon angekündigt haben. Du sagst vielleicht eine Kleinigkeit dazu? Genau, das Bild, was man jetzt gerade sieht, das war zum Thema Dream. Und zwar sollte man zu dem Thema alles mögliche auf ein Fotos einschicken. Der Künstler hatte sich dann was in Blau vorgestellt, viel mit Aquarien, Fische und so weiter. Und da habe ich mein nettes Quallenbild eingeschickt. Mhm. Das erste Bild, was man kurz gesehen hatte, war... Na, das jetzt geht ein bisschen weiter. Das erste Bild, was man gesehen hatte, war vom Backfischfest. Das Wormser Backfischfest ist beim Lavazza-Kalender vertreten. Cool! Hast du es eigentlich schon ausgenutzt jetzt gegenüber der Stadtverwaltung? Wie bekannt wir werden, was für ein Marketing, was für eine Werbung das ist? Da ist es ja. Ja, ich hoffe hier noch auf ein bisschen Sponsoring von der Stadt. Ja, nee, habe mich natürlich sehr gefreut, dass auch ein Wormser-Bild dabei ist. Ja. Mhm. Also das war das erste Bild, was für 2 Monate benutzt wurde. Das hatte ich in München gemacht. Ja. Wo ist das in München? Im Olympiastadion, oder? Wie heißt der Park? Englischer Garten. Ah, vielen Dank, Jochen. Unser Kameramann passt auf. Ja, genau, im Englischen Garten. Im Englischen Garten. Genau. Das Bild war, diese Bilder sind also, und das ist jetzt das Bild, was du, eines der Bilder, welche du die Woche entstanden sind, dass wir das Shooting in der Volksbühne gemacht hatten. Ja. Da habe ich jetzt eine kleine Auswahl getroffen, um einfach mal zu zeigen, so quasi vorher, nachher. Ja, wir haben es schon gesehen, wie der Video gezeigt hat, wie es gemacht wurde. Ja, sehr fotogen, unsere Alex, ne? Ja, doch. Genau. Und ich habe generell noch ein paar Bilder mitgebracht, was ich so mache. Das war jetzt zum Beispiel ein Vorherbild, um einfach mal zu zeigen, was man aus Leuten so machen vorher, kann. Vorher, nachher. Das war jetzt ein Nachherbild. Ja. Das war ein anderes Shooting, noch mit Perücke und so weiter. Aber das gleiche Model? Das war dasselbe Model, genau. Ja. Das ist jetzt jemand ganz anderes, nur mal um zu zeigen, was ich generell ab und zu mache, wenn ich mal meiner Kreativität freien Lauf lasse. Gut, dann fotografiere ich noch Hochzeiten. Also man kann dich sozusagen auch ordern, wenn man heiratet oder wenn man sonst irgendwas macht, sagt man. Genau, also querbeet. Also von Hochzeiten an, Porträt, Babybauch, Familienshootings. Ja, jetzt kommen ein paar Indienbilder. Hoffentlich ist das eine mit dem Fischer dabei.
Das, was ich da gefällt mir im Facebook gedrückt habe. Also ja, genau, bei Facebook kann man noch ein paar mehr Bilder sehen. Diese Bilder kann man auch alle in Facebook sehen, richtig? Ja, ich bin gerade noch am Auswerten und Bearbeiten der Bilder. Und oh, goldig. Ja, Indien ist super zum Fotografieren. Also, ja, da ist das Bild, ja. Und das ist der Nachfolgende, was du, ja, richtig, und da wird das Netz wieder rausgezogen. Ja, das ist ein Eldorado zum Fotografieren. Also, zig Bilder dort gemacht und bin immer noch nicht fertig mit Auswerten. Ja. So, und das bist du jetzt mit deinem vierten Talent als Model. Man wird es nicht glauben, meine Damen und Herren, das ist die Estelle Abendknecht im Matsch. Ja, ab und zu macht man sowas in seiner Freizeit. Matsch baden. Die hat übrigens der Stefan Allers gemacht. Ah ja, wir grüßen ihn hier an der Stelle. Genau. Ja, nee, wir arbeiten auch generell sehr viel zusammen. Und wobei ich mehr hinter der Kamera stehe, das war jetzt eher mal Ausnahme. Wie fühlt man sich denn da so, wenn man da so als Model im Bub liegt, im Dreck? Ich fand's super. Ja? Endlich mal was zu tun, was man sonst nie kann oder darf. Gut, ich muss sagen, ich fand es jetzt mal toll, weil es mal was ganz anderes war. Weil ich finde diese 0815 Bilder eh langweilig, mit neutralem Hintergrund, am besten noch einen Holzstuhl und dann lehnt man sich so falsch rum drauf. Das ist auf Dauer auch für mich langweilig. Ja? Insofern, ich probiere auch selber, wenn ich Fotos mache, immer was Neues auszuprobieren. Es fängt bei der Location an, geht über Make-up weiter. Deswegen habe ich auch das eine Foto dabei mit dieser extrem Hochsteckfrisur. Ja, ja. Ist also alles von dir auch vorher das geschminkt worden und gesteckt worden, die Frisur. Und genau. Also alles aus einer Hand. Das ist ein großes Kompliment wert. Denn das, ich meine, der Stefan kann das bestimmt nicht. Stefan, verzeih mir. Aber der Stefan kann seine Models bestimmt nicht vorher so zurechtfahren. Er hat es noch nie probiert. Du müsstest ihn mal in die Lehre nehmen. Gut, es war halt bei mir in dem Fall gut, dass ich erst die beiden Ausbildungen gemacht habe mit Kosmetik und Maskenbildner. Und das andere hat sich dann quasi vom Hobby auch zum Beruf entwickelt. Und insofern kann ich das alles in einem vereinen und das macht mir unheimlich viel Spaß. Das ist wunderbar. Was haben wir noch von dir zu erwarten, jetzt wo du mit der Kamera bei du bist, schon längere Zeit? Was hast du noch vor? Ich sag mal, man weiß ja nie, wo sich die Reise hin entwickelt. Also ich arbeite ja auch schon seit langem auch in der Parfümerie in Worms als Kosmetikerin. Und in meiner Freizeit fotografiere ich sehr viel. Insofern, man weiß nie, was sich jetzt daraus entwickelt. Aber ich fotografiere sehr, sehr gerne. Es wird immer ein Bestandteil in meinem Leben sein, weil es eine sehr schöne Art ist, einfach die Welt auch zu entdecken. Ja. Und es gibt so und viel auch schöne zu sehen. Momente festzuhalten. Genau. Deswegen, also, werde ich immer machen. Wunderbar. Und das Internet gibt ja unzählige Möglichkeiten, sich an Wettbewerben zu beteiligen und vielleicht dann auch den einen oder anderen Gewinn einzustreichen. Das war mit Sicherheit nicht mein letzter. Nee. Ich werde immer wieder das probieren, irgendwo mitzumachen. Ja, nee, gibt super viele Möglichkeiten. Ich drücke dir die Daumen. Brauche ich nicht bei der Qualität der Bilder, aber trotzdem immer ein bisschen Glück gehört auch noch dazu. Das stimmt, ja. Ich habe mich sehr gefreut, dass du bei uns warst, Estelle. Ja, vielen lieben Dank. Und vielleicht sehen wir oder hören wir, vielleicht sogar in Kombination mit Stefan Ahlers, hier mal das wieder. Das wäre auch mal schön. Das wäre doch lustig, ne? Vielen lieben Dank für die Einladung, dass ich mal da sein durfte. Sehr gerne, Estelle. Mach's gut, bis dann. Dankeschön.